Also dann gucken wir mal rein. Im fernen Osten Tandriens. Bergen die Nebelfelder gruselige Geheimnisse. Oh ja, alte Boote sind sehr gruselig. Und sich komisch bewegende Bäume. Und Klohäuschen. Und warten darauf, Abenteurer ins Verderben zu führen. Produktplatzierung. Wahrscheinlich ist hier Schreck zu Hause. Lord Wolverings Schloss. Tandrien wird nicht von eurer Kirche regiert. Politik und Glaube sind strikt zu trennen. Gott allein kennt den rechten Weg. Im Himmel wie auch hier. Sein Wort ist Gebot. Sein Wille unser Weg. Unser Streit nutzt nur Konradins Tochter. Wenn wir uns nicht einigen, wird sie uns beide zu Fall bringen. Ich fürchte weder sie noch euch, da Gott, der Herr im Himmel, mich beschützen wird. Ja, der war jetzt so in Sandbecken eingetroffen. Oh, wieder zum hinkenden Eber. Prinzessin, eine günstige Gelegenheit hat sich ergeben. Lord Wolverine und Bischof Matthäus sind uneins. Nun können wir beide aus dem Weg räumen. Ich dachte, wir seien Freunde des Bischofs. Leider nicht. Sein Zorn auf uns lässt ihn seine Dankbarkeit vergessen. Also werden wir an zwei Fronten kämpfen. Nicht gezwungenermaßen. Aber ich glaube, wenn wir jetzt in deren Streit eingreifen, könnten wir beide enorm schwächen. Ihr schlagt vor, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen? Ich schlage das nicht nur vor, mein Kind. Ich bestehe vielmehr darauf. Prinzessin, in unserem Kampf gegen den Lord und den Bischof müssen wir mit äußerster Vorsicht vorgehen. Erkämpft euch die Oberhand in dieser Region. Denn sie ist der einzige Weg nach Kronstedt, Tandriens ehemaliger Hauptstadt. Ihr habt tatsächlich geglaubt, ich würde euren Diebstahl nicht bemerken? Gott sieht alles und mir berichtet er. Seid aber vorsichtig. Dieser skrupellose Lord Wolverine hat entlang der Route Lager bezogen. Er jagt Bischof Matthäus, der weiter im Norden residiert. Vielleicht möchtet ihr den Bischof zuerst loswerden. Ja, erstmal brauchen wir Steine natürlich. So, ja, mit den Steinmetzen. Ja, Lagerhausausbau kennen wir schon. Handelskarte. Eure Handelskarte weist nun viel mehr weitere Außenposten auf. Ja, Ereignisgebiet. Ja. Also werfen wir erstmal einen Blick auf die Technologiekarte. Die hat sich kaum verändert. Die Goldschmiede ist als Arbeitsgebäude gehobenem Wohnhaus angeschlossen und fertigt Schmuck aus Gold und Eisen. Ja, kennen wir. Händlergildenausbau, jetzt können wir die Händlergilde ausbauen, so wie die Kaserne. Lagerhausausbau hatten wir doch schon. Die Handelskarte ist jetzt anders. Genau, jetzt haben wir nämlich die richtige Handelskarte. Wo auch... Nein, die Siegpunkte für die Handelskarte sind noch nicht vorhanden, nur die Prestigepunkte. Also ja, wie man sieht, dass... Stein gegen Klamotten ist weg. Dafür gibt es jetzt Stein gegen... Also Klamotten gegen Stein. Gibt es jetzt Stoff gegen Stein. Und Quests. Sind gefährlich, müssen penibel vorbereitet werden. Gucken wir uns das mal an. Tief in den Nebelsümpfen.
Lauert eine furchterregende Geisterarmee. Ja, bei diesem wackeligen Baum. Toll. Okay. Wir halten einen Siegpunkt. Ja, Sparfuchs, weil wir Geld besitzen, die nicht. Yippie. Das werden wir aber ziemlich schnell ausgeben müssen, weil wir brauchen diesen Nachbar. Na, der hat auch Wild. Hast du? Auch Wild. Ganz toll. Dann machen wir es anders. So. Holzfäller, Förster und eine Jägerhütte. Und hier zwei Sägewerke. Na, hier können wir nichts errichten. Gut, das heißt, wir müssen eh erstmal. Ja, da oben führen Wolverine und der Bischof Krieg. Also Wolverine ist gelb. Hier. Und Bischof Matthäus ist grün. Und Bischof Matthäus wird uns irgendwann genau mit seiner Kirche das Rennen machen wollen. Um die Forschung. Deswegen sollten wir schnell handeln. So, Belohnung. Bevölkerungsbelohnung. Nehmen wir erst einmal Werkzeuge. Da richten hier mal zwei Wohnhäuser. Scheunen können wir auch schon mal. Anschließen. So, Matthias. Oh. Ihr habt einen Siegpunkt weniger. So, hier einen für die Mühlen. Und an die können wir dann Bäckereien. Nö, Bäckereien können wir hier drüben noch eins hinbauen, weil wir brauchen eh noch mehr Wohnraum. Wir werden noch viel mehr Wohnraum brauchen. So, dann nehmen wir mal das Gebiet ein. Hier kommen wir nämlich an Holz und dann weiteres Wild. Also die Gebiete hier werde ich alle brauchen. Dann gucken wir mal, was gibt es an... Oh ja, es gibt sehr viele Siegpunkte jetzt. Der Nebelsumpf. Ist die Geisterarmee besiegt? Ja, die Geister glauben nicht, dass sie mit herkömmlichen Waffen wie Piken, Musketen, Schwertern und Kanonen besiegt werden können. Sie fordern euch heraus, also greift sie an und überzeugt sie von ihrem Irrtum. Falls es euch gelingt, geben sie nach und stellen ihren Spuk ein und belohnen euch mit einem Sieg. Ja. Der spezielle Sektor, den kennen wir ja bereits. Quelle der Weisheit. Solange ihr mindestens drei Technologien erforscht habt und auch im Gegner technisch überlegen seid, steht euch dieser Siegpunkt zu. Im Falle eines Gleichstands verbleibt er bei seinem ursprünglichen Besitzer. Mhm. Feldmarschall ist klar. Handelsgesellschaft. Handelsaußenposten errichten. Ja, ich habe eine Schlacht gewonnen. Ist gut. Noch ein spezieller Sektor zum Einnehmen. Sparfuchs.
Imperator, Sonnenkönig und Metropole kennen wir. Hervorragend. Ihr habt einen Siegpunkt. Und es geht los. Bischof Matthäus fängt an. Mit der Einnahme von... mit der Erforschung von Technologien. Das heißt, wir sollten ihm bald einen Strich durch die Rechnung machen. Hier können wir dann übrigens auch eine Scheune errichten. So, hier ein. Eure Truppen haben einen Außenposten eingenommen. Sehr gut. Ja, erstmal Werkzeuge. So, dann das freischalten. Gut, wir brauchen auf jeden Fall ein Lagerhaus und ich glaube, ich werde auch hier die Kirche errichten. Oder werde ich die Kirche hier oben errichten? Puh, ist eine gute Frage, wo ich die Kirche... Ich kann sie auch hier errichten. Euer Feind hat Zugang zu einer neuen Technologie errichten erhalten. Wir die Kirche hier. Und ja, Bischof Matthäus rennt schon mal. Ich glaube, wir haben nicht genug Holz. Das könnte ein Problem werden. Holen wir uns einfach mal Holz. Ja, ich glaube nicht, dass wir es noch rechtzeitig schaffen werden, Matthäus den Punkt wegzunehmen. Einer eurer Siegpunkte ist verloren. Zieht euch zurück, Prinzessin. Ihr habt keine Chance gegen unsere Armeen. Gut, den kann er haben. Die drei werden wir uns aber einheimsen. Definitiv. Okay, jetzt wird's wirklich spannend mit Matthäus. Euer Widersacher kann ab sofort eine neue Technologie nutzen. Ja, ist schön für ihn. Oh, das ging sogar an. Ja, ich hätte nicht das Video angucken können. Ich hätte einfach wegklicken sollen und bauen sollen. Aber nein. Ja, ich bin eingerostet. Ich geb's zu. Thank you.
So, gucken wir uns mal.